Die verborgene Perle hütet den Schlüssel zum Widerstand. Auf Befehl des neuen Aals von Denerim darf niemand das Gesindeviertel betreten. Es gab einen Aufstand der Elfen. Die Klingonen haben sogar den einzigen Sohn des Aas angegriffen und kaltblütig getötet. Nach dem Tod der gesamten Familie Urien hat der Regent Randlin Howe von Amarenthil zum neuen Aal von Denerim ernannt. Seine erste Amtshandlung war, das Gesindeviertel in Brand zu stecken. Da drin herrscht Chaos. Sobald Ordnung eingekehrt ist, werden die Tore wieder geöffnet. Geht jetzt weiter. Wie kann ich da... Ich habe die Perle immer noch nicht gefunden. Ich glaub's nicht, die muss da irgendwo sein. Vielleicht im Gesindeviertel. Deponie Problemlösung. Soll ich da noch mal hin? Ach ja, was denn sonst? Und ich verlasse diese Stadt. Mit Liesel reden. Liesel, weißt du was? Guten Tag. Ziemlich viel los auf dem Markt, nicht wahr? Ruht euch hier aus. Ich habe die beste Auswahl an Blumen und Duftölen aus Orle in ganz Denerim. Für eine Freundin vielleicht. Rosen öffnen das Herz jeder Frau, wisst ihr? Mhm. Das ist ein guter Duft doch. Schließlich ist Ferelden nicht mehr voller Barbaren. Mit der Nase bildet man sich ebenso ein Urteil wie mit Augen und Ohren. Aber ihr wirkt gerüsteter als die meisten meiner Kunden. Vielleicht wollt ihr zum Rüstungsschmied Wade im Süden. Er soll ein wahrer Künstler sein. Ich bin aus Orle. Davon habt ihr sicher schon gehört. Euer Denerim ist eine schöne Stadt, aber ich vermisse mein Val Royo. Um diese Jahreszeit ist es besonders schön. Am meisten vermisse ich die Kleidung. Die Straße der Blumen ist um diese Jahreszeit so bunt. Und die Röcke. Feine Wolle und Stoffe, die sich meist nur die Adligen leisten können. Ferelden hat viel gedecktere Farben und ist nicht so modisch. Aber ich mag die Menschen in dieser Stadt sehr. Orle hat sehr viele Vorteile, aber es ist bisweilen nicht sehr vorteilhaft dort, eine Bürgerliche zu sein. Mein Bruder hatte Ärger mit einem Chevalier und kurz darauf sind wir weggegangen. Ihr wisst hier nur wenig über Orle. Die Chevaliers sind Ritter von höchstem Stande. Sie sind die geschicktesten auf der ganzen Welt. Ihre Disziplin ist legendär. Für ihre Dienste bekommen sie Privilegien. Sie können mit allem niederer Herkunft machen, was immer sie wollen. Ein Chevalier interessierte sich für mich. Es war sein Recht, aber ich wollte es nicht. Mein Bruder schlug ihm voller Wut eine Kanne auf den Kopf. Das gilt fast schon als Hochverrat. Wir sind noch in der gleichen Nacht hierher geflohen. In eurem Land vielleicht, aber nicht in meinem Königreich. Viele verehren die Chevaliers für ihr Können, ihre Ehre und ihre Taten. Andere machen nur ganz leise Schritte, wie die Maus im Bau der Katze. Entschuldigt mich.
Mir ist ein wenig schwindelig. Warum was denn? Du musst auch nicht nur regnen, du musst auch hin und wieder mal einatmen, Mädchen. Wo war jetzt nochmal die Deponie? Ja, aber was soll ich denn da nochmal? Aber ist das letzte, was hier... Ich komm nicht mit. Ich habe die Perle immer noch nicht gefunden. Das ist nicht der Kanto? Die tiefe Dunkelheit vor dem ersten Licht der Morgendämmerung scheint unendlich zu sein. Doch wisset, dass die Sonne immer wieder aufgeht. Wie ihr meint. Ja, habe ich das schon gemacht. Weiß ich auch nicht. Wo ist diese Perle, dieser... Kann doch eigentlich nur in der Taverne sein, oder? Aber die hieß ja nicht irgendwie zur Perle. Also. Die muss in dem Viertel sein, aber wie komme ich da jetzt rein? Vielleicht gehe ich noch mal hier und frage nach Gerüchten. Da wäre eine zu müden Adligen. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Von niedersten Du siehst wichtig aus. Wer bist du? Was ist? Ich habe zu tun. Tja, dann... In Ordnung. Stoppt schon wieder so. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Was darf es denn sein, Fremder? Ach, habe ich ja alles angenommen. Da ist hier überall mein Siegel drauf. Was darf es denn sein, Fremder? Im Osten sammelt sich eine weitere königliche Armee. Aber nach allem, was man hört, wird sie wohl nach Westen marschieren und nicht gegen die dunkle Brut nach Süden. Ist das nicht unglaublich? Wenn sich das Benorn gegen Logain erhebt, brauchen wir die dunkle Brut nicht mehr, um uns zu vernichten. Das machen wir schon selbst. Möchtet ihr sonst noch etwas? Weitere Gerüchte? Habt ihr schon gehört? Logain hat Arrend ein Haus im neuen Terrain von Denarim errat. Das Altum geht dafür an Hausältesten Sohn. Wo ist die Perle? Er ist bei Ostagar gefallen. Und sein Sohn ist während einer Revolte in der Stadt umgekommen. Das ist tragisch. Ich frage mich aber, wieso Arl Hau so aufgestiegen ist. Möchtet ihr sonst noch etwas? Brauche ich jetzt gerade nichts. Das ist ein Gauner. Wo ist ein Gauner?
Schau mal. Da ist ein Gauner. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Kommt man hier irgendwie durch? Geheimversteck? Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Ihr seid von großem Interesse für mich. Diese Frage ist äußerst direkt. Normalerweise mag ich keine direkten Fragen. Aber lasst uns zum Wohle dieser Unterhaltung annehmen, dass ich eine bin. Wen macht ihr verantwortlich, wenn jemand stirbt? Das Schwert oder seinen Träger? Den Träger. Schwerter sind Schwerter. Instrumente, die ein anderer für seine Zwecke nutzt. Eines unserer Schwerter wird angeheuert. Dann werden es... Du machst es ja auch einfach. ...ausführen oder bei dem Versuch sterben. Als Gesamtheit haben die Krähen keine feste Ausrichtung. Ihr müsst begreifen, dass ich für überhaupt nichts angeheuert wurde. Ein anderes Mitglied wurde beauftragt und ist gescheitert. Dramatisch gescheitert. Ein Kunde kann immer weitere Hilfe anheuern, falls der Auftrag beim ersten Mal nicht ausgeführt wird. Aber ich hoffe, wir können sicherstellen, dass das nicht geschieht. Es ist für jeden Berufsstand wichtig, dass ein Mann zu seinem Wort steht. Das gilt insbesondere für heikle Berufe. Was willst du mir? Erzähl mal. Verwalten sieht sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Verderbnis, ein Bürgerkrieg, sonstige Probleme. Viele Leute kommen nicht miteinander aus. Manchmal kommen sie wirklich nicht miteinander aus. Möglicherweise möchtet ihr ja etwas dagegen unternehmen. Auf Leute, die derartige Dinge regeln können, könnte eine Menge Arbeit warten. Ich verstehe. Dann verschwenden wir unsere Zeit. Ich wollte euch nicht beleidigen. Sprecht mit Caesar in unserem Stand, wenn ihr etwas kaufen möchtet. Nichts für ungut, ja? Stopp. Ich muss doch da ein Zeichen setzen, dass das so nicht geht. Ach, ich habe das Buch am Anfang vergessen, oder? Du näherst. Lauf mir nicht immer in meinen Cursor rein, du Idiot.
seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Ihr seid von großem Interesse für mich. Eure Neugier und vielleicht auch ein wenig Intelligenz. Wen macht ihr verantwortlich, wenn jemand stirbt? Eines unserer Schwerter wird abgeholt. Dann werden es und seine Helfer den Auftrag ausführen oder bei dem Versuch sterben. Als Gesamtheit haben die Krähen keine feste Ausrichtung. Das ist... Oh, gegen den Meister habe ich keine Chance. Der darf wahrscheinlich nicht sterben, oder? Der Meister macht seine fertig. Guck sie dir an. Ja, dann will ich sterben. Gegen den habe ich keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance. Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Vielleicht kann ich auch ein paar Quests machen. Ihr seid von großem Interesse für mich. Diese Frage ist... Aber lasst uns zum Wohle dieser Unterhaltung annehmen, dass ich... Wen macht ihr verantwortlich, wenn... Eines unserer Schwerter wird angeheuert. Dann werden es uns seine Helfer... Ihr müsst begreifen, dass ich für überhaupt nicht... Ein Kunde kann immer weitere Hilfe anheuern, falls der Auftrag beim ersten Mal... Es ist für jeden Berufsstand wichtig, dass ein Mann zu seinem... Etwas in der Art. Ferelden sieht sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Manchmal kommen sie wirklich... Auf Leute, die derartige Dinge regeln können, könnte eine Menge Arbeit warten. Einen Auftrag richtig zu machen, kostet Zeit. Man ist stolz auf seine Arbeit und so. Aber die Kunden haben gewisse Erwartungen. Es gibt nicht viele, an die man sich wenden kann, wenn einem für bestimmte Aufgaben die Mitarbeiter fehlen. Jemand, der eine Begegnung mit uns überlebt hat. Nun, er könnte uns vielleicht helfen. Etwas Geld verdienen. So gewinnen alle. Ich gebe euch eine Schriftrolle. Ihr liest sie und erfahrt etwas über eine interessante Person. Solltet ihr feststellen, dass dieser Person ein Unglück zugestoßen ist, dann sprechen wir wieder miteinander. Und ich bezahle euch dafür, dass ihr mich informiert habt. Wenn euch das auf der Schriftrolle nicht gefällt, tut ihr gar nichts. Möglicherweise hat die Person ja einen Unfall und jemand anderes erzählt mir davon. Das liegt nicht in meiner Macht. Ihr seid der Auftrag eines Meisters. Aber wenn ihr uns helft, dann könnte es sein, dass dieser Meister nur auf Schweigen stößt, wenn er um Hilfe bittet. Nicht wahr? Der spricht ein Rätsel. Ich guck mir das an. Ich muss es ja nicht machen.
Hier habt ihr sie. Eine interessante Lektüre. Wenn es alles war, wünsche ich euch viel Glück. Pedo. Mehr steht da nicht. Leute, die du nicht besiegen kannst, mit denen vereine dich. Kannst du später immer noch killen. Aber wo ist die Perle? Derzeit nur noch beunruhigende